Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Cobble Island. Hi Harley. Ja, schlechte Nachrichten. Wir können die Beta leider nicht streamen. Also das Update. Denn die Entwickler wünschen, dass man das nicht zeigt. Da halten wir uns dann dran und müssen dann halt abwarten, bis das ganze Original ins Spiel reinkommt. Schade. Ich dachte, wir können so ein bisschen Speedrunning-mäßig durchgehen oder so, aber nein. Dann wären wir halt hauptsächlich sowieso nur ins Meer gegangen, ehrlich gesagt. Und hätten da rumgemehrt. So, zufällig Kürbisse fertig, aber selbst verkürbist. Aber so müssen wir uns leider gedulden, bis es ganz offiziell ins Spiel reinkommt. Aber naja, gut. Hoffen wir einfach, dass es nicht zu lange dauert. Weiß ich nicht. Ja, aber das bedeutet, dass Coral Island derzeit bald pausiert ist. Ich habe jetzt noch so gedacht, wir werden nochmal in den Winter gehen, weil ich noch wissen will, was für Winterfische fehlen. Das ist noch das, was mich echt interessiert. Also wir werden vielleicht 2, 3 Tage im Winter spielen und dann wird Pause sein. Wie wir diese Pause füllen, weiß ich noch nicht so genau. Ich hatte ja mal angesprochen wegen den Oldschool Harvest Moon, weil ich da wirklich irgendwie Bock drauf habe. Schockierenderweise. Ja, was heißt schockierenderweise? Ist nicht schockierend, wenn man Bock auf seine alten Kindheitsspiele hat. Vielleicht kennt ihr ja auch noch andere Farming Games, wo wir mal reingucken könnten. Wir könnten natürlich auch Sunhaven anfangen. Auch absolut drinne. Wollte ich auch immer die ganze Zeit noch machen wieder. Dass wir Sunhaven anfangen. Was auch ein sehr, sehr cooles Spiel war. Das, was wir gespielt haben davon, das war ja noch ganz, ganz alpha-mäßig. Das ist ja noch wirklich, das ist wirklich lange her. Das ist wirklich lange her, wo wir das gespielt haben. So, wir haben Fossile, das ist gut. Das kann ich auch verkaufen. Weißt du was, die Blumen nagel ich mal kurz mit weg. Deswegen, das könnten wir, da, also Sunhaven könnten wir auf jeden Fall auch noch mal reingucken. Da kann ich, da lasse ich, ja, weiß ich nicht. Überlege ich mir was, lasse ich euch entscheiden. Je nachdem, wie viele sich entscheiden. Kommt ja auch immer darauf an, wie viel denn geschrieben wird in den Kommentaren, was sie sich wünschen. Ansonsten überlege ich mir irgendwas. Ja, ich hätte Bock auf das alte Harvest Moon und ich hätte Bock auf Sunhaven. Also, Motivation und so ist da. Und Farming Game wird definitiv wieder sein, weil ich liebe diese Spiele. Ich liebe diese Spiele einfach. So, warte mal, ich kann es auch so machen. Vergesse ich immer wieder. Oliven gegen nur Öl. Es gibt gereifte Sake. Das kennen wir, glaube ich, noch gar nicht, gereifte Sake, oder? So, wir sind jetzt erstmal voll. Wir müssen mal wieder hier ein bisschen aufräumen. Ja, wie ich denke mal, bis zum Winter hin werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dass wir tatsächlich immer noch in der Mine sind. Sorry. Wird leider wohl nicht ausbleiben. Ich werde gucken, ob ich ein Hausdeko mal mache, weil das haben wir bis jetzt immer noch hoffnungslos ignoriert. ich weiß ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann euch tatsächlich gar nicht so genau sagen, warum. Warum Hausdeko? Es ist nicht, ja, es ist da nicht meine Welt tatsächlich. Es ist da leider überhaupt nicht meine Welt. Oh Gott. Jetzt, wo man weiß, dass das mit der Taste geht, ne, ist das wesentlich angenehmer geworden. Nein, außen haben wir halt alles dekoriert, so wie ich es in den Möglichkeiten mir vorstelle. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Gereifte Sake haben wir wirklich noch nicht gehabt. Oh.
Nein, so wie ich es mir in den Möglichkeiten vorstelle. Ach, weißt du was, das Dinger kann auch weg. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ist gut, dass wir noch so viel Osmium haben. Wir könnten natürlich auch noch unsere Werkzeuge aufbessern und ja. Kann man auch machen. Ob uns das im Leben weiterhilft, dann weiß ich nicht. Ich sag nur, man kann es machen. 13 Dinger schon wieder, so nice. Nein, so ist in etwa der Plan. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt noch eine Woche lang Coral Island kommt. Und sobald das Update kommt, zur Not haben wir 2 Farming-Spiele auf dem Kanal. Wenn wir uns sehr tief in das andere gespielt haben. Sunhaven ist ja doch tatsächlich ein bisschen mehr mit Story. So, jetzt sind wir voll. Sunhaven ist ja doch mehr mit Story und alles. Also mehr Story als hier, würde ich tatsächlich sagen. Zumindest war es gefühlt damals so, weil da musstest du ja noch gegen Drachen oder sonstige... Kann ich nicht mitnehmen, lohnt sich nicht. Gegen sonstige Monster kämpfen. Und nee, nicht kämpfen. Du musstest den helfen. Ich bin mir jetzt, oh Gott, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie es bei Sunhaven war. Aber wie gesagt, vielleicht kennt ihr ja auch noch irgendein anderes Farming-Game, wo ihr sagt, Alter, das müsstest du auch mal spielen. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ich habe noch ein paar Leopines hier. Das hat aber, naja, Sandy hat es gespielt und ja. Die Demo haben wir auch gespielt, war ganz interessant, aber Sandy sagt, das ist halt einfach auch nicht besser geworden. Und es hat sehr stark das... Ja, die... Du hast zwar Dinos, aber es ist nichts Neues, weißt du? So kann man das so sagen? So, wir haben echt viele Osmium-Barren, ne? Finde ich gut. Wir brauchen aber immer noch Harz. Das Problem ist, dass wir beim Harz erstmal da hinten hingehen müssen. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz unsere Fossile knacken und beten, dass wir was bekommen. Heute muss ich auch wirklich zur Schwarzmarkthändlerin. Wirklich. Ich gebe mein Bestes damit. Wirklich. Wirklich. Das müsst ihr mir glauben. Wirklich. So. Okay, erstmal die. Ach Mann, ey. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Nichts. Ah, die Depressivität. Die Motivation. Ah, dieses einzelne Suchen. Ich kann nur hoffen, dass das irgendwann die Schwarzmarkthändlerin bitte verkauft. Ah, Mann. Okay. Es ist nichts dabei. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen, bevor wir verklopsen, aber... Traurig. Es ist traurig, dass das nicht funktioniert. Dass das einfach nicht klappt, dass wir da diese blöden Fossile bekommen, die wir brauchen.
hin oder her gerechnet. Das ist Kacke. Es ist Kacke. Es ist einfach Kacke. Wenn man einfach von nichts Glück hat, ne, dann ist das echt Kacke. Ich denke mal, der Rest wird hier alles nicht gut sein. Was soll ich sonst machen, ne? Huch. Machen wir aber nochmal neu. So. Das hätte auch... ist alles nur Kleinkram. Tatsächlich. So, mehr kann ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Mehr kann ich auch nicht mehr machen. Der Rest wird vertickelt. Der Rest wird vertickelt. Tja. Oh ja, wir sind voll. Stimmt. Da war was. Ah, ich ärgere mich so darüber, dass das immer noch nicht... Oh, Kampf. Mehr Beute, Fallen halten länger. Verkaufspreis. Verkaufspreis der Monsterbeute. Komplett nutzlos, brauchen wir absolut nicht, aber gut. Gesamtverdienst 4 Millionen. Gesamtausgaben 4,4 Millionen. Hey. Gesamtspielzeit 74 Stunden. Alter Finne. Was ist hier unten? Wir haben noch drei Spezialdinger, die wir noch gar nicht haben. Frag mich nicht. Okay. Ja, weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen demotiviert, wieder in die Mine zu gehen, tatsächlich. Wenn ich das mal wirklich so sagen darf, habe ich überhaupt gar keinen Bock, in die Mine mehr zu gehen. Weil es demotivierend ist, wenn wir das nie bekommen, was wir wollen. Ich meine, ja, man muss halt dafür ein bisschen suchen. Und es fehlen nur noch zwei Sachen. Aber es, und wir haben wirklich viele Dinger eigentlich gefunden. Aber es demotiviert, gar nichts zu bekommen. Gar kein Leckerli. Deswegen, ich habe so die Hoffnung, dass wir... Ich setze so die Hoffnung auf die Schwarzmarkthändlerin. Das ist wirklich unfassbar. Ich setze da so die Hoffnung drin, ne? Dass wir da irgendetwas finden, was uns hilft. Das wäre wirklich schön. Deswegen, wir können hier noch so viele Fossile und alles finden. Wenn das nicht, wenn nicht das Richtige in den Fossilen ist. Deswegen angle ich auch viel lieber oder Insekten oder sonst irgendetwas. Weil da wissen wir, wann wir was machen sollen. Da wissen wir wenigstens, wann wir was machen sollen. Hier die Fossiliensuche ist... So. Wenn man wenigstens mal wieder eins bekommen würde, wo man sagt, man braucht nur noch eins, ne? Aber so. Wir brauchen halt auch wirklich diese großen Fossilien, bin ich der Meinung. Die großen und die kleinen, diese Farben brauchen wir. Und ich weiß aber auch nicht, welche die mysteriöse ist. Also, so wie die mysteriöse Geode. Das habe ich so auch nicht im Kopf. Aber ist, glaube ich, auch nicht so interessant für uns. Das weiß ich nicht. Ist eigentlich egal. Wie gesagt, wir müssen 20 Uhr gehen wir zur Schwarzmarkthändlerin. Und hoffen einfach nur noch das Beste. Kannst nur noch das Beste hoffen. Kannst nur noch hoffen, beten und bangen. Ich möchte das ja aber auch einfach schaffen. Das Schlimme ist, ich möchte das auch.
Es ist zwar so viel Gesuche, aber siehst du ja, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Mine, aber wir gehen trotzdem in die Mine, weil ich es schaffen möchte. Ich möchte es schaffen. Nächste Woche werden wir dann, wenn ich das, ich vermute mal ganz stark, dass das Update nicht bis nächste Woche kommt, dass das richtig released wird, und dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, ihr könnt da gerne aussuchen. Wenn ihr vielleicht doch irgendetwas wisst, wo ich noch gar nicht dann, was ich tatsächlich gar nicht kenne. Was das angeht. Alia spiele ich mit meiner Frau zusammen. Aber auch schon lange nicht mehr. Ganz ehrlich, Palia haben wir auch lange nicht mehr gespielt. War aber auch schön entspannt. Wenn du nicht gerade diesen Sprungturm nach oben gehst, ich weiß nicht, ob ihr Palia auch mal selbst gespielt habt. Wenn nicht, könnt ihr es gerne machen, ist free to play. Zumindest war es damals, ich weiß gar nicht. Es ist jetzt ja auch auf Steam, aber ich glaube, es ist doch kostenlos, oder? Ich bin mir ja nicht so sicher. Naja, wir werden es... Aber wie gesagt, also entweder wirklich das alte Back to the Nature Harvest Moon oder wirklich Sunhaven. Das sind so meine Favoriten. Kleinen Nostalgie-Trip oder oh, wir müssen echt wieder Jamus kaufen. Zuckerdingern dauert ja ewig. Nee, entweder einen kleinen Nostalgietrip oder irgendwas Neues gucken, was wir aber auch schon mal geguckt haben, aber was wir kennen. Stardew Valley mache ich extra nicht rein in diese Aufgabe, weil da werden wir uns festhauen. Da werden wir untergehen. Kennen wir ja auch schon zu 80% dann. Deswegen mache ich sage ich gar nicht erst was von Stardew Valley. Von Stardew Valley müsste man ja wohl auch neu anfangen. Wieder raus. Ich denke mal, morgen werden wir nochmal wieder knacken. Und dann gucke ich morgen tatsächlich mal, was wir an Deko machen können. Machen wir so, ja. Ich weiß, ihr könnt auch nicht mehr die Mine sehen. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie ich es euch anders schmackhafter machen soll. Ich kann ja selbst nicht mehr. Und bedenkt, rein theoretisch müssen wir auch noch ein Artefakt finden. Von der Theorie müssen wir auch noch ein Artefakt finden. Wir gehen wieder raus. Wir haben ein bisschen was gemacht. Aber da habe ich ja auch noch die Hoffnung, dass wir das halt einfach im Dingens kriegen. Einfach im Schwarzmarkt. Ich setze einfach derzeit nur noch meine Hoffnung in den Schwarzmarkt. Die Chancen sind, glaube ich, auch extrem gering. Also wirklich extrem gering. Dass wir überhaupt im Schwarzmarkt was finden. Was wir bräuchten. Übrigens, soll es einen Kleiderschrank geben? Wo ich meine Klamotten reinmachen kann. Aber wie gesagt, wir gucken morgen. Wir werden morgen, denke ich mal, Innenraum-Deko ein bisschen machen. Wir haben das so hoffnungslos ignoriert alles.
Dass das hier immer noch aussieht wie eine Junggesellenbude. Außer das Bett. Weil das Bett ist auch Junggesellenbude. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in der Junggesellenbude hast du auch nur ein, hast du auch ein Doppelbett. So, wir haben trotzdem 100.000 verdient. Dann ist doch wenigstens was mit den ganzen eingelegten Lachs hier. Und dem Bergbau. Tja, okay, andere. Achso, die. Ist aber auch nicht so, dass du da unendlich viel Geld von bekommst. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Dann knacken wir die Fossilien, die wir haben. Wir beten jämmerlich, dass es klappt. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir wirklich ein bisschen Innenraumdeko machen. Das ist wirklich. Das sollten wir noch tun. Das sollten wir noch tun, ja. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!